Da möchte ich vielleicht gleich mal den Frank Wehrheim erwähnen, der hier ein Buch geschrieben hat, Inside Steuerfahndung. Ein Vorzeigebeamter, der sehr fleißig und in voller Überzeugung das Richtige zu tun, Steuerhinterzieher überführt hat. Und weil er zu große Fische an Land gezogen hat, hat man die Steuerfahndung Frankfurt daraufhin zerschlagen. Das heißt also, wenn man sich im System, ja, aufrichtig einsetzt, stößt man auch an. Auch das ist nicht gewollt. Herzlich willkommen bei BewusstTV. Mein Name ist Dagmar Neubronner und bei mir sitzen heute zwei Gäste, und zwar einmal Matthias Bocquet und Thomas Hoffmann. Und sie sind deswegen hier, weil sie gemeinsam ein Buch veröffentlicht haben, was ich für diejenigen, die nach einer Minute abschalten, jetzt unbedingt schon mal hochhalten will, nämlich Steuerrecht ungültig, Fragezeichen. Und ich freue mich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich Danke, gerne. bin normalerweise, habe ich immer das Gefühl, oh nee, Steuerrecht und dieses ganze Zeug, das ist so unübersichtlich und so trocken und ich hasse diese Geschichten. In der Tat. Damit befasse ich mich gar nicht. Und in dieses Buch habe ich dann doch mal reingeguckt und fand, ah, das ist ja wirklich interessant und total logisch und ich verstehe es auch sogar noch und es ist geradezu spannend und ich habe so viel Ja. gelernt. Ja, und jetzt bitte ich mal zuerst dich, Ja. Matthias, das auszuräumen, was ich hier bei der Lektüre sofort mit Erleichterung zur Kenntnis genommen Ja. habe. Es geht in eurem Buch nicht darum, ich habe keine Lust, Steuern zu zahlen, wie kann ich mich denn Genau. da rausmogeln, sondern worum geht es? Genau. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Freut uns sehr. Genau, du schneidest da einen ganz wichtigen Punkt an, weil es ging uns nicht darum, hier Schlupflöcher aufzuzeigen, damit sich die Leute sozusagen aus dem Gemeinwesen verabschieden können und drücken können. Das ist gerade nicht unsere Intention. Deswegen haben wir das auch gleich an den Anfang gestellt. Aber wir sind heute innerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit so vielen Rechtswidrigkeiten konfrontiert, dass wir befunden haben, es ist an der Zeit, es zu veröffentlichen, weil es unglaublich aber wahr, nationalsozialistisches, niemals in Kraft getretenes, ungültiges Recht hier bis heute fortführt. Und dann hat der Thomas noch so eine brillante Berechnung ergänzt, dass eben, wie vielleicht schon vielen Zuhörern bekannt ist, über 80% der Steuereinnahmen dazu verwendet werden, um die Banken zu bedienen. Sprich, die also gar nicht ins Gemeinwohl fließen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Mittel, die dann tatsächlich ins Gemeinwohl fließen, also Straßenbau, staatlich Bedienstete, die bezahlt werden müssen, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort, dass auch von diesen Mitteln ganz viel eingesetzt werden für rechtswidrige Strukturen. Da habe ich einige Beispiele dabei. Da möchte ich vielleicht gleich mal den Frank Wehrheim erwähnen, der hier ein Buch geschrieben hat, Inside Steuerfahndung. Ein Vorzeigebeamter, der sehr fleißig und in voller Überzeugung das Richtige zu tun, Steuerhinterzieher überführt hat. Und weil er zu große Fische an Land gezogen hat, hat man die Steuerfahndung Frankfurt daraufhin zerschlagen. Das heißt also, wenn man sich im System, ja, aufrichtig einsetzt, stößt man auch an. Auch das ist nicht gewollt. Und so finden wir uns heute in einer Situation, wo man einfach sagen muss, plus der Sachverhalt, dass eigentlich der Volkswille überhaupt nicht mehr von der Politik umgesetzt wird. Und so haben wir eben gesagt, okay, das ist jetzt eine Antwort, wo man sagen kann, okay, man stellt die Steuerpflicht in Frage, die gibt es so nicht. Und man kann hier den Leuten aufzeigen, wie die Situation ist. Wie die Situation ist, und ihr habt im weiteren Teil eures Buches dann ja auch aufgezeigt, was man da jetzt mit anfangen kann, wie man vorgehen kann, wie man sich verhalten kann. Thomas, du bist Mathematiker und Physiker von deiner Ausbildung her, von deinem Werdegang her und hast deswegen eben auch da sehr, jetzt nicht hochmathematische, aber doch sehr komplexe Berechnungen angestellt. Vielleicht sind sie auch hochmathematisch.
Was ist für dich das wichtigste Anliegen, weshalb du bei diesem Buch mitgearbeitet hast? Ja, das wichtigste Anliegen ist zunächst mal Aufklärung, Klarheit für jeden Einzelnen, weil wir so aufgewachsen sind und seit vielen Jahren und Jahrzehnten gewisse Strukturen einfach befolgen und weiterführen, ohne dass die meisten sich Gedanken machen, woher kommt das eigentlich, warum mache ich das eigentlich, gibt es auch Alternativen, ist das eigentlich alles so richtig? Gerade bei den Steuern gibt es viele Menschen, die sehr widerwillig immer einen großen Teil ihrer Einnahmen abgeben, auch sehen, dass damit Sachen gemacht werden, die sie eigentlich gar nicht wollen und gar nicht unterstützen würden. Und wenn man nun feststellt, wie wir das gemacht haben, dass die eigentliche Grundlage, auf der man glaubt, dass alles basiert, gar keine Gültigkeit hat, nie Gültigkeit hatte, dass wir es hier mit alten Nazi-Gesetzen zu tun hatten, Pseudogesetzen, die selbst zu der Zeit damals gar nicht rechtskräftig waren, dann gibt das erstmal einen deutlichen Aha-Effekt. Wie kann das denn sein? In was für einem System leben wir überhaupt, dass sowas möglich ist? Und wie Matthias gerade sagte, ist es, denke ich, an der Zeit und auch sehr wichtig, dass viele Bürger das erkennen und für sich daraus Schlussfolgerungen ziehen können, um auch ihre eigene Selbstbestimmung nicht einfach blind unterzuordnen und zu sagen, okay, das war schon immer so, das muss wohl so sein, also mache ich das immer so weiter, sondern sich objektiv informieren können, daraufhin für sich selbst überlegen können, was bedeutet das für mich? Was kann ich als freier Mensch auf dieser Grundlage weiterhin tun, nach meinem Wissen und Gewissen? Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass ich eben hier es nicht sozusagen nur darum geht, was sie da oben mit uns machen und die Bösen, sondern es wird auch sehr deutlich, man hat uns getäuscht. Und an einer Stelle schreibt ihr sogar, naja, wenn man das jetzt alles so in dieser Komplexität aufgeblättert hat, ihr führt den Leser dahin durch, wie das zusammenhängt, das werde ich dich gleich noch bitten, das mal ganz kurz mit der Machtergreifung und den Sitzplätzen der Kommunisten im Reichstag zu erklären, weil das für mich auch sehr eindrücklich war. Aber im Grunde schreibt ihr dann, eigentlich ist so recht niemand jetzt schuld, wo dass man den Finger drauflegen kann. Ja. Man kann natürlich immer die berühmte Frage cui bono stellen, wem nützt es was und so. Und da gibt es natürlich auch dann Absichten. Aber es ist insgesamt eine komplexe Situation. Und was mich sehr gefreut hat, ist eben, ihr macht auch deutlich, gerade diese komplexe Situation ermöglicht auch jetzt relativ unaufwendig, uns als freien Menschen Schritte zu tun, die uns da rausführen und die uns eine neue Basis geben. Matthias, wie war das, warum, Thomas hat es gesagt, das Steuerrecht beruht auf Nazi-Gesetzgebung und selbst damals, 1933, war das eigentlich nicht rechtens, was die da gemacht haben, sondern ein Schmu. Kannst du das mal kurz zusammenfassen? Ja. Die Grundlage, die damals gegeben war, um Gesetze wirksam in Kraft zu setzen, war die sogenannte Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919. Da stand ganz klar drin, wie ein Gesetzgebungsverfahren stattzufinden hat. So, dann wurde sozusagen die NSDAP 1933 stärkste Partei, hatte aber nicht die absolute Mehrheit, aber das wollte man. Dann hat man unter gewissen Vorwänden von 82 rechtmäßig gewählten KPD-Abgeordneten die Mandate kassiert, hat dann eine konstituierende Sitzung gemacht nach der Wahl, wo dann die NSDAP deshalb die Mehrheit hatte. Weil die nicht da waren? Weil die KPD-Abgeordneten nicht da waren. Gleichzeitig hat man dann noch ein Gesetz angewandt, das man erst 10 Tage später beschlossen hat, dass es eben rechtmäßig war, diese KPD-Abgeordneten auszuschließen, gleichzeitig aber die als anwesend zu zählen, sodass man diese wichtige Mehrheit im Reichstag hatte, hat auf dieser Grundlage dieses Gesetz beschlossen. Also das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das war das Gesetz, was beschlossen wurde, wonach dann die Hitler-Regierung selber unter Umgehung des verfassungsmäßigen Verfahrens einfach Gesetze beschließen konnte. Genau.
Und danach, nach 1933, sind fast alle Gesetze von der Reichsregierung beschlossen worden. Völlig fehlende Rechtsgrundlage. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, man hat die kommunistischen Abgeordneten verhaftet und hat dann gesagt, oh, die sind ja gar nicht da in der konstituierenden Sitzung und sie haben sich auch nicht krank gemeldet. Dann werden sie als anwesend gezählt. Oh, sie stimmen nicht dagegen, wie schön. Und dann hatte man eben die Mehrheit. Genau. Und das bedeutet, dadurch, dass man eben praktisch diesen Trick angewendet hat, auf Grundlage eines Gesetzes, was es noch gar nicht gab, das ist ja also ein derartiger Hirnverzwirner, war es dann eben überhaupt möglich. Die gesamte Machtergreifung ist also in sich ein zutiefst illegaler Akt gewesen. Genau. Und das wird auch nicht so deutlich, muss ich sagen. Ich habe das zwar schon mal was Leuten gehört, aber man hat ja immer gehört, ja, die Deutschen haben ja Hitler gewählt und so. Mhm. Sie haben ihn aber nicht in eine absolute Mehrheit gewählt, die es ihm ermöglicht hätte, sich zum Diktator zu machen. Dafür mussten erst 82 kommunistische Abgeordnete und auch sozialdemokratische, waren ja oft einige verhaftet worden, mussten erst sozusagen mit Gewalt davon abgehalten werden, ihren Rechten nachzukommen. Also ganz so, richtig. Das ist, fand ich auch jetzt in gewisser Weise entlastend. Mhm. Thomas, die Frage, die man, wenn man sich jetzt hier so von euch da durchführen lässt, wie das alles zustande gekommen ist, die man sich stellt, ist ja, naja gut, dumm gelaufen und war halt alles unrechtmäßig und danach kamen die Besatzungsmächte und all diese Dinge. Aber ist das nicht letzten Endes egal? Wir sind jetzt, wo wir sind und wir müssen doch jetzt von hier aus weitergehen und was nützt es, in diesen alten Kamellen zu rühren? Was sagst du jemandem, der sagt, ach komm, jetzt hör doch auf, ist 70 Jahre her? Ja, das ist gar nicht so abstrakt. Das bekommt man als Antwort von den Finanzamtsbediensteten. Die sagen, ja, das ist doch rein historisches Interesse, wenn das Gesetz nun mal gemacht wurde. Die Frage ist, was sagen die, wenn ich meine Steuererklärung einen Tag zu spät abgebe und mich entschuldige, mein Kind war krank und so weiter. Dann sagen die auch, interessiert mich nicht. Im Gesetz steht's, also gibt es Säumniszuschläge. Das heißt, die eine Seite beansprucht, sich akribisch an die Gesetze zu halten, in Klammer, ob die nun gültig sind oder nicht. Dann können wir genauso sagen, okay, aber wir wollen eine gültige gesetzliche Grundlage für das, was ihr von uns wollt. Und ganz offensichtlich ist das Einkommensteuergesetz und das Gewerbesteuergesetz beides Nazi-Gesetzgebung, ungültige Nazi-Gesetzgebung, nach der heute aber immer noch verfahren wird, nach der wir aufgefordert werden, Steuererklärungen abzugeben, nach der wir aufgefordert werden, Steuern zu bezahlen. Das ist keine Kleinigkeit. Und in einem Rechtsstaat muss alles eine richtige, verfassungsmäßige, rechtliche Grundlage haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht unsere Schuld. Warum sollen wir jetzt die Großzügigen sein als Bürger und sagen, ach, ja, nimm's mal nicht so ernst, ne? Wir haben schon verstanden, worum es geht. Im Gegenzug werden wir aber an die Kandare genommen. Wegen kleiner Formfehler werden Unsummen von Umsatzsteuern zurückgefordert, weil irgendwo eine Steuernummer auf einer Rechnung gefehlt hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir können jetzt hier in dieser Situation und wir sollten und müssen in dieser Situation die Verantwortlichen in den Finanzbehörden, in der Gesetzgebung auch an die Kandare nehmen und sagen, bitte sorgt mal dafür, dass eine gültige gesetzmäßige Grundlage da ist. Dann zahle ich meine Steuern, kein Problem, ich anerkenne das. Aber solange hier mit ungültigen Gesetzen gearbeitet wird, behalte ich mir das Recht vor, zu sagen Nein. Okay, Matthias, die Ungültigkeit basiert ja zum einen auf der Nazi-Gesetzgebung. Das ist eben schon das Gesetz, was im Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen auch nie geändert wurde. Jetzt, also es wurde natürlich geändert, aber es wurde nie mal wirklich auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Was ist heute außerdem noch nicht in Ordnung an der Art und Weise, wie wir unsere Steuern zahlen oder wie uns unsere Steuern abverlangt werden? Das ist ja nur eine Säule und ich möchte noch dazu fügen, oder vielleicht führst du das auch aus, eure Grundlage ist das Grundgesetz sozusagen. Das nehmt ihr jetzt mal als Maßstab, was anderes können wir auch nicht nehmen, ne? Richtig. Genau, also es gibt ja im Grundgesetz einen Artikel, der extra dafür sorgt, dass Gesetze, die vor dem Grundgesetz
rechtmäßig zustande kamen, auch durchaus in der Bundesrepublik Deutschland gelten können und angewandt werden, sogenanntes vorkonstitutionelles Recht. Aber das ist eben nur der Fall, wenn die vorher schon rechtmäßig zustande gekommen sind. Das heißt also, das ist Artikel 123 Grundgesetz, der wirkt eben nur, wenn das rechtmäßig zustande gekommene Gesetz war, dass das heute noch angewandt werden kann, und das ist hier gerade eben nicht der Fall. Und als Ergänzung haben wir gleichzeitig noch aufgezeigt, weil dann kommt natürlich die Frage, ja gut, ist damals ungültig gewesen, kann man ja heute im Bundestag einfach neu beschließen. Da muss man sich auch fragen, warum wird dann nicht einfach im Bundestag neues Einkommensteuergesetz beschlossen und alles ist gut? Warum heilt man diesen Schaden nicht? Und da sind wir bei unseren Recherchen draufgekommen, dass es unheilbar ist. Weil, also da gibt es mehrere Gründe. Das Thema ist sehr tief, aber es reicht, wenn ich hier den I-Punkt anspreche. Das Bundesverfassungsgericht, also die höchste richterliche Instanz in der Bundesrepublik Deutschland, hat festgestellt, dass das Bundeswahlgesetz grundgesetzwidrig ist. Ja. Das heißt also, die Wahlen zum Bundestag konstituieren keinen verbindlichen Bundestag. Das heißt, der Bundestag kann, wir haben jetzt hier, sind auf Nummer sicher gegangen, spätestens seit 1987 war kein grundgesetzgemäßer Bundestag zusammengesetzt. Logischerweise können dementsprechend auch keine gültigen Gesetze verabschiedet werden, beschlossen werden. Man verabschiedet sich vom Recht und kann keine gültigen Gesetze beschließen. Und demzufolge ist es heute unheilbar. Und wir haben sogar noch höchstrichterliche Rechtsprechung angeführt, wo das Bundesverfassungsgericht selber genau diesen Zustand widerspiegelt. Also die wissen das ganz genau, erklären sich aber nicht bereit, eine grundgesetzkonforme Situation herzustellen. Also es ist besonders pikant. Thomas, kannst du das nochmal kurz erläutern, warum ist diese Grundgesetzwidrigkeit unserer Wahlverfahren? Es wird ja immer mal wieder erwähnt, aber sag es einfach nochmal an dieser Stelle, weil das hier so reingreift. Wie kommt das? Was ist genau der Punkt? Ja gut, der Punkt ist ein technisches Detail letzten Endes bei der Stimmauszählung bzw. bei der Sitzzuteilung, die das Bundesverfassungsgericht 1908 als grundgesetzwidrig festgestellt hat. In dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes stehen genau die Paragraphen des Bundeswahlgesetzes drin, die dem Grundgesetz widersprechen. Und diese Paragraphen sind durch Gesetzänderung 1985 in das Bundeswahlgesetz aufgenommen worden, also bereits ab 1985 bzw. der Bundestagswahl 1987, waren die Bundestage nicht mehr im Einklang mit dem Grundgesetz konstituiert. Ich dachte jetzt, dass es sich auch, oder wie spielt da die Tatsache hinein, dass ja eigentlich im Grundgesetz festgelegt ist, dass das Volk in Wahlen und Abstimmungen sozusagen die Geschäfte führt und die Abstimmungen ja nie, wir dürfen ja nie über irgendwas abstimmen. Das geht nochmal eine Stufe weiter. Das hat dann jetzt letzten Endes mit dem Bundeswahlgesetz gar nicht mehr wirklich zu tun. Im Grundgesetz steht zum einen, dass die Abgeordneten des Bundestages unter anderem in unmittelbarer Wahl zu wählen sind. Bereits von Anfang an im Bundeswahlgesetz, Abgründung der Bundesrepublik, ist aber festgehalten, dass nur die Hälfte der Abgeordneten unmittelbar direkt gewählt werden. Der Rest der Abgeordneten, also eine ganze Hälfte des Bundestages, wird über eine Liste besetzt. Also das ist nach jedem Sprachgebrauch, man kann im Duden nachlesen, ist das nicht unmittelbar, sondern mittelbar, vermittelt durch etwas Drittes, nämlich die Liste. Somit kann man mit Fug und Recht sagen, das Bundeswahlgesetz ist bereits von Anfang an nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. Und damit ist von Anfang an der gesamte Gesetzgebungsprozess, die Konstitution des Bundestages und damit auch das ausgesprochene Vertrauen für die Bundesregierungen nicht grundgesetzkonform gewesen. Ihr habt jetzt angesprochen, diese Manipulation, diese Desinformation, in der wir drinstecken, dass wir eben alle glauben, es sei so, und was ich ganz zu Anfang sagte, jeder, der seine Steuern nicht zahlen möchte, so ein bisschen wie bei den Kriegsdienstverweigerern, das macht er wahrscheinlich, weil er feige ist und oder Steuern will er mal nicht zahlen, weil man geizig ist und dem Gemeinwesen nichts gönnt. Wenn ich das jetzt so höre, wäre es ja im Grunde eher eine Verpflichtung,
denn solange wir da sich zu wehren, denn solange wir da mitmachen, geben wir ja unsere Zustimmung. Richtig. Und solange wir die Steuern in diesem Rahmen zahlen, sind wir mit im Boot. Im Buch wird ja auch das Thema, was insgesamt ja im Moment sehr viel diskutiert wird, angesprochen, inwieweit die staatlichen Institutionen, unter anderem auch das Finanzamt und war von der Bundesrepublik insgesamt ganz abgesehen, eben eigentlich Unternehmen sind und Firmen, sodass wir im Grunde, indem wir unsere Steuererklärung abgeben, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch im Grunde den Vertrag konstituieren, indem wir uns damit einlassen. So, ne, das ist wie wenn ich sonst was mich bereit erkläre, freiwillig. Kannst du da nochmal das präzisieren? Ja, genau. Es ist heute immer mehr feststellbar, dass sogenannte Behörden in internationalen Unternehmerverzeichnissen eingetragen sind. Und wir sind eben auch nachgegangen und wir sind zu dem Schluss gekommen, also es hat normalerweise eine Behörde von sich aus keine Veranlassung, sich in ein Unternehmerverzeichnis einzutragen. Gibt es nicht. Eine Behörde hat eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, hat danach zu kommen und Punkt. Das heißt also, die Unternehmenseigenschaft, was dann eben eine andere Rechtsebene ist, nämlich privatrechtlicher Natur, während ja normalerweise eine Behörde eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist und deswegen zum Beispiel eine Steuerforderung stellen können sollte aufgrund gültiger Gesetze. Im Vertragsrecht kann ich das tun, weil wir zum Beispiel einen Vertrag schließen und wenn ich dich leiste, kannst du meine Leistung fordern und ich kann von dir die Gegenleistung fordern. Ne? Das ist eben was anderes wie die Behörde, die sagt, ja, steht da im Gesetz und ich kann es jetzt fordern und sogar gleich vollstrecken. Und hier scheint alles ins Privatrecht zu wandern. Man tut wohl die ganze Behördenstruktur ins Privatrecht rüberziehen und deswegen haben wir das noch aufgezeigt anhand dieser eines der größten Unternehmensverzeichnisse, Dun & Bradstreet, wo Bundesfinanzministerium selber drinsteht als oberste Behörde und haben deshalb gleich noch die privatrechtliche Seite aufgezeigt, dass man hier, falls man unwissentlich einen Vertrag eingegangen ist, den sofort anficht und auch aus diesem Vertragsverhältnis raus kann und die verschiedenen Paragraphen, die da einschlägig sind, Irrtum, Täuschung, steht im Raum, was auch einen Straftatbestand erfüllen würde. Und dass man hier also auch auf vertraglicher Seite sich von Ansprüchen lösen kann. Und es ist ganz wichtig, weil wie geht man jetzt mit der Sache um? Das ist ja auch der Grund, warum jetzt hier nicht ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt sitzen. Weil wenn die sowas veröffentlichen, sind sie ihren Job los. Das ist der Punkt. Und deswegen müssen so, sag ich mal, fachliche Außenseiter wie wir, sowas veröffentlichen. Und wie geht man jetzt damit um? Und unsere Empfehlung ist ganz einfach, wir sollten die Bediensteten informieren, weil ich stelle immer wieder fest, vor allem in den unteren Ebenen, die haben keine Ahnung. Für die bricht zum Teil auch eine Welt zusammen und deswegen sollten wir auch nicht in Konfrontation gehen, sondern immer sagen, es geht um die fachliche Seite, nicht um ich gegen sie. Ganz wichtig, also immer eine Tür offen lassen, deswegen führen wir auch an, dass die Bediensteten die Möglichkeit haben der Remonstration, sodass sie, weil derjenige, der das dann beschließt, zu vollstrecken, der ist in der Verantwortung oder überhaupt irgendwelche behördlichen Maßnahmen einleitet. Deswegen sollte man auch als Steuerpflichtiger in Anführungsstrichen dafür sorgen, dass man eine Unterschrift bekommt eines Bediensteten, wo eben zu dieser Stellungnahme, zu diesem Vortrag auch Verantwortung übernommen wird von Behördenseite, sodass man dann später jemanden hat, an den man sich wenden kann. Also man sollte jetzt die Stellen informieren und sagen, ich bin überzeugt, dass die Situation, also wenn man es gelesen hat und man teilt die Auffassung, dass man dann sagt, ich bin von der Unwirksamkeit des Steuerrechts überzeugt, deswegen trage ich die Situation hier vor und dass man sich dann entsprechende Unterschrift holt und dann geschieht eine wichtige Rechtsänderung. Die Bediensteten können nicht mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Mhm. Und wir sind der Überzeugung, dass also dadurch, dass die Systemstrukturen an so vielen Ecken und Enden eigentlich am Wackeln sind, dass über kurz oder lang hier eine Veränderung stattfinden wird und dann wird es, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein zweites Gespräch stattfinden, wo dann Verantwortung übernommen werden muss.
Und so wünschen wir uns einen Bewusstwerdungsprozess in den Behörden, dass über diese Themen gesprochen wird und so mehr Bewusstsein für Recht und Gerechtigkeit entsteht. Mhm. Thomas, ihr habt vorhin gesagt, dieser Schaden, du hast das gesagt, Matthias, ist unheilbar. Wenn ich euch richtig verstehe, oder könnte man das so sagen, dass das jetzt versucht wird, diesen Schaden zu heilen, indem man im Grunde aus der Staatsform rausgeht ins Privatrechtliche, mhm. denn da ist es im Grunde nicht relevant. Da kann man ja, wir können ja Verträge über alles Richtig. Mögliche schließen Richtig, ja. und da sind wir frei in weiten Grenzen. Das heißt, das ist sozusagen die Heilung, die aber keine Heilung ist, sondern eine Bankrotterklärung. Ich möchte ja nicht in einer Firma leben. Gut, genau. Da kommen wir dann wieder zum Thema Personalausweis und Firma Bundesrepublik und Deutschland GmbH und so. Aber da habe ich durch euer Buch jetzt auch das nochmal auf einer viel tieferen Ebene verstanden, denn der Punkt ist ja immer, dass man das so zur Kenntnis nimmt, all diese Sachen, dass das Arbeitsamt jetzt Jobcenter heißt und genau. so weiter. Und dann denkt man, naja gut, am Anfang hab ich mich nur gewundert und dann habe ich irgendwann kapiert, aha, das werden jetzt alles privatrechtliche Institutionen. Aber so dieses, naja, was soll's, ja? Ja. Aber wenn ich das jetzt wirklich verstanden habe, dass praktisch ein zutiefst illegaler Zustand jetzt praktisch dessen Fortsetzung ermöglicht wird, indem man jetzt auf Firmenrecht geht und da ist es dann wurscht. Mhm. Hauptsache ich stimme zu und ich stimme eben zu, indem ich meine Steuererklärung oder überhaupt eine Steuernummer beantrage oder so oder den Personalausweis. Dann ist das ja die Heilung in die falsche Richtung, weil wir ja aber hier dabei sind, das Gute möglich machen zu wollen. Würde ich dich jetzt gerne fragen und tu es auch, was ist denn euer Vorschlag? Anstatt jetzt zuzugucken, okay, ich lebe in einer Firma und zahle meine Steuern an eine Firma und so, abgesehen von diesem Bewusstwerdungsprozess, der natürlich zentral wichtig ist, ganz klar, und Grundlage dafür, aber man braucht ja auch ein konkretes Ziel und eine Vision davon, wie könnte es denn werden, sodass wir souverän sind, dass wir das Geld, was gebraucht wird für öffentliche Aufgaben, mit Freude zahlen und dass dieses Gemauschel aufhört. Was ist da eure Vision? Ihr greift es in dem Buch auch an oder ihr stellt verschiedene Wege vor? Ja, es ist so, um das einfach nochmal zu sagen, im Privatrecht kann ich alles als Grundlage einer vertraglichen Absprache benutzen, auch ein ungültiges Nazi-Gesetz. Wenn wir das als Vertragsparteien so akzeptieren, dann ist das die Grundlage unseres vertraglichen Miteinanders. Ne? Deswegen ist es wichtig, in der jetzigen Situation auch auf dieser privatrechtlichen Ebene an die Finanzbehörden heranzutreten und zu sagen, ich widerrufe meine sämtlichen Willenserklärungen der letzten 10 Jahre, weil mir Dinge zu Ohren gekommen sind. Wenn ich die gewusst hätte, hätte ich die Erklärungen nie abgegeben. Ich kündige den Vertrag. So genau, so ist es. Beziehungsweise Anfechtung wäre da Richtig. Punkt. Ja. Das ist jetzt einfach mal, um dieses Statement zu machen und egal, wie sich die Dinge weiterentwickeln, klarzumachen, ich habe unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hier unter Umständen ein privatrechtliches Vertragsverhältnis geschlossen, ohne das zu wollen, ohne das zu wissen. Hiermit beende ich das rückwirkend. Fertig. Na? Aber das ist natürlich nicht die wirkliche Lösung. Auf lange Sicht und vor allem nicht für unser Land und für unseren Staat. Wenn wir durch Tolerierung dieser Rechtsverletzungen einfach so weitermachen, wie es das Bundesverfassungsgericht ja ganz offensichtlich tut, indem es abwiegelt, dann haben wir die Tür einen gehörigen Spalt geöffnet in Richtung weg vom Rechtsstaat. Und wenn die einmal ein Spalt geöffnet ist, dann geht die irgendwann in ein paar Jahren noch ein Spalt weiter auf und noch ein Spalt weiter auf. Und irgendwann brauchen wir dann keine Wahlen mehr, dann machen wir Meinungsumfragen. Ne? Und irgendwann brauchen wir auch überhaupt keinen Bundestag mehr, dann machen wir ein Ermächtigungsgesetz und dann wird direkt von der Regierung beschlossen und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt, wo wir angefangen haben. Das will sicherlich niemand. Also müssen wir jetzt dafür sorgen, dass es so weit nicht kommt, dass es in die Richtung nicht weiter geht, sondern dass jetzt hier in andere Richtungen etwas geschieht. Wie tun wir das? Und da ist jeder Einzelne gefordert, indem er für sich selbst sich der Sache klar ist, indem er die
gegenüber, die ihm bei den Finanzbehörden gegenüber sitzen, mit in das Boot holt. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle im gleichen System. Auch die Finanzbeamten sind Mitbürger und Mitmenschen, die wir genauso brauchen und die genauso darin interessiert sind, ein rechtsstaatliches System zu haben. Andere Mitmenschen, die bisher davon noch nichts wissen, sollten auch darüber informiert werden. Und dann muss jeder für sich überlegen, wie weit er bereit ist, sich für diese Rechtsstaatlichkeit einzusetzen, beziehungsweise dafür einzusetzen, das bestehende kranke System zu verbessern oder zu verändern. Verbessern aus sich heraus geht gar nicht mehr, aufgrund der Situation im Bundestag und Bundeswahlgesetz. Also ist eigentlich, ganz nüchtern betrachtet, jetzt der Zeitpunkt gekommen, einen großen Strich zu ziehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt 60 Jahre lang, fast 70 Jahre lang viel aufgebaut, viel geleistet, viel Gutes gemacht, sind auch einige Fehler gemacht worden. In diesem Beispiel sehen wir die Fehler ganz deutlich. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Bilanz zu ziehen, alle gesellschaftlich relevanten Kräfte an einen Tisch zu holen und die besondere Situation Deutschlands auch positiv und produktiv zu nutzen. Wir sind das einzige Land, in dem zwei völlig diametral entgegengesetzte politische und wirtschaftliche Systeme in einem Land existiert, nebeneinander her existiert haben, wo die Erfahrungen aus beiden Systemen jetzt immer noch vorhanden sind. Wir hier in Deutschland haben die vielleicht historisch einmalige Chance und Verpflichtung, aus diesem Erfahrungsschatz etwas Neues zu kreieren, das eine bessere Welt, ein besseres System, nicht nur für Deutschland, sondern als Vorbild auch für den Rest der Welt dienen kann. In diese Richtung sollte es gehen. Das wäre jetzt eigentlich dran. Und wenn jetzt viele sagen, um Gottes Willen, das machen die doch nie, ne? Die kleben ja an ihren Sesseln fest und so weiter und so fort, dann ist das ein durchaus nachvollziehbarer Einwand. Aber dazu muss man sagen, wir sind nicht auf die angewiesen, um diese Schritte zu tun. Es gibt auf der Grundlage unseres bestehenden Rechtssystems, wie immer man Recht verstehen will, in der BRD, gibt es die Grundlagen, es gibt die Verfassungsgrundsätze, im § 92 Strafgesetzbuch sind sie aufgelistet, wo drin steht, was eine Volksvertretung ist, aus dem klar hervorgeht, die Volksvertretung ist der Gemeinderat, der Stadtrat, der Bürgermeister, nicht die Regierung in Berlin. Und in diesen Verfassungsgrundsätzen steht auch drin, die Regierung ist der Volksvertretung verantwortlich und kann von der Volksvertretung abgesetzt werden. Mit anderen Worten, wenn man sich das jetzt konkret ummünzt, können wir sagen, wir in unserer Gemeinde, die wir vielleicht mehrheitlich jetzt diese Missstände erkannt haben, wir können sagen, wir können beschließen im Gemeinderat mit dem Bürgermeister, liebe Regierung da oben, du tust nicht mehr deine Pflicht uns Bürgern gegenüber. Wir lösen uns von dir. Unsere Gemeinde löst sich von der Regierung. Wir machen unser Ding selbst. Nach dem Subsidiaritätsprinzip, das im Grundgesetz festgelegt ist, das auch in den EU-Verträgen festgelegt ist, hat jede kleinste Einheit, in diesem Fall jede Gemeinde, das Recht, alle hoheitlichen Aufgaben der Verwaltung der Gemeinde selbst zu übernehmen. Die Gemeinde kann sich auf diese Weise von der Regierung lossagen und sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir erheben unsere eigenen Abgaben, meinetwegen. Ne? Wir machen eigene Identitätskarten für unsere Bürger. Wir geben eine eigene lokale Währung heraus. Wir machen eine eigene soziale Absicherung und, und. Alles, was denkbar ist und was möglich ist, kann die Gemeinde selbst machen und kann somit zunächst mal für sich im kleinen Kreis auf Augenhöhe in Diskussion mit den Mitbürgern, die man als Nachbarn kennt meistens, ein neues System aufbauen, wo es so zugeht, wie die Gemeindemitglieder das wirklich selbst wollen und beschließen. Die Urform der Demokratie. Wie du gesagt hast, im Grundgesetz steht, durch Wahlen und Abstimmungen nimmt das Volk seine Gestaltungsmöglichkeit wahr. In der Gemeinde kann und wird es dann so geschehen. Und wenn das in einer Gemeinde nur geschieht und Beispiel macht, werden andere Gemeinden erfreut sein, diesem Beispiel zu folgen.
sich dadurch freier zu machen, ihre Schulden innerhalb eines Fingerschnips letzten Endes loszuwerden und ein System aufzubauen, das dem Wohl der eigenen Bürger dienlich ist. Wie sich das dann alles weiterentwickelt, liegt an den Einzelnen. Aber es liegt in unserer Hand, in der Hand jedes Einzelnen, in diese Richtung zu gehen und somit zu schauen, dass die Fehler, die jetzt passiert sind, das System, das sich selbst aufgehängt hat, nicht weiterzuführen, nicht zu versuchen, hoffnungslos zu versuchen zu heilen, sondern zu sagen, jetzt ist es soweit, wir brauchen eine Alternative und die können wir für uns selbst aufbauen. Das ist sehr schön gesagt und während ich dir zuhöre, merke ich, bin ja immer dabei auch zu gucken, wo sind meine Manipulationen, ja, wo sind meine Gehirnwäsche-Inhalte und ich merke, wie stark wir gelernt haben, uns selbst zu misstrauen und diesem Subsidiaritätsprinzip, dass immer die kleinstmögliche Einheit die Aufgaben übernimmt, anstatt sie nach oben ohne Not zu delegieren, das mit Kleinkrämerei und Schild, Bürger von Schilder und wenn man die Gemeinden da machen lässt, ach, dann kriegen wir wieder Zustände wie früher mit 1000 Zöllen und an jeder dritten Kreuzung muss man und so. Und ich merke so, wie all diese Dinge, die ich da im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe zu glauben, sozusagen in Resonanz mit dem gegangen sind, was du gesagt hast. Das wird wahrscheinlich auch noch bei anderen Leuten passieren. Was sagst du zu diesem Einwand? Ja, aber wenn jetzt jede Gemeinde anfängt, für sich selber zu handeln, das kann doch nicht gut gehen. Also es ist eigentlich genau wie der Thomas gesagt hat, das ist eigentlich die Grundidee und die ist, wie gesagt, sogar im Grundgesetz Artikel 23 und 28 verankert, das Subsidiaritätsprinzip. Das ist eigentlich so gedacht, dass die kleinste Einheit alle hoheitlichen Befugnisse hat und auch alle Aufgaben erledigt, soweit sie dies kann und sich nur an die nächsthöhere wendet, wenn sie eben was nicht kann. Und es ist halt so eingefädelt worden, auch natürlich über die Medien und die Bildung und so weiter, dass wir uns immer nach oben orientieren, weil wir im Endeffekt wird es nicht gelebt, sondern wir haben jetzt ein Herrschaftsinstrument, wo von oben in Brüssel der Krümmungsgrad der Gurke in Hinterhugel-Hapfing diktiert wird sozusagen. Da will man hin und das sieht man in CETA, TTIP, TISA und europäische Stabilitätsmechanismus und so weiter. Ja, keine eigene Währung, sondern alles zentral, weil man kontrolliert dann alles. Und das ist leider ein Stück weit den Menschen abtrainiert worden, dass man eigentlich alles in der Gemeinde kann und auch können sollte. Also, und es geht bis zum Individuum, wir müssen jetzt wieder zur Eigenverantwortung. Und so sollte ein zukünftiges Staatswesen, wir sind ja auch schon über das Grundgesetz Artikel 146 als Deutsche dazu aufgerufen, uns eine neue Verfassung zu geben. Also dieser besagte Neustart, den der Thomas so schön hergeleitet hat, den wir brauchen, einen kompletten Neuanfang und die Chance haben wir auch durch die ganzen Fehler. Und wir vertreten auch die Auffassung, dass diese Fehler durchaus bewusst gesetzt wurden, weil wir haben gute Juristen. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Ich sag mal, die zwischendrin, an die braucht man sich nicht so wenden, aber die weiter oben, die wissen durchaus, was Sache ist. Und so sollten wir eben jetzt zurückkommen zur Eigenverantwortung, sodass die kleinste Einheit am meisten Macht hat und sich nur, Subsidiarität bedeutet ja letztendlich nur, ich ersuche um Hilfe, weil ich selber nicht kann. Und das ist ja, fängt ja in der Familie an. Ein kleines Kind braucht die Hilfe der Eltern, aber die Eltern freuen sich, wenn das Kind selber was kann und lassen es dann auch. So ist der Optimalfall. Also da fängt Subsidiarität schon in der Familie an. Und so sollte sich das in einem Gemeinwesen bis hin zur staatlichen Struktur fortsetzen, dass eine Gemeinde alles tun kann, die kann auch jederzeit zur übergeordneten Organisation sagen, tschüss, wir machen es selber. Und ja, da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, kreativ sein, die ganzen Sozialsysteme selber in die Hand nehmen, auf Gemeindeebene eigene Währung, eigene Absicherung für den Krankheitsfall, Altersversorgung, wie gehen wir mit den Alten um und so weiter und so fort, alles was dazugehört. Und dann haben wir, und dann, wenn wir noch das Geldsystem anpacken, ja, und nicht 81% woanders hin überweisen, ne, sondern das schön bei uns lassen, dann geht es uns hervorragend.
Ja. Dann haben wir die Fülle hergestellt und es passt dazu, dass ich ja, habe ich euch erzählt, kürzlich eben den Impuls hatte, ein Straßenfest zu machen, denn auch das ist ja Teil unserer Manipulation, dass wir die ganze Zeit in irgendwelche Bildschirme gucken und die Leute, die bei uns, mit uns sozusagen dieselbe Luft atmen, die kennen wir eigentlich gar nicht. Ja? Wenn wir dieses Subsidiaritätsprinzip ernst nehmen, dann könnte ja so viel auch schon in Nachbarschaftshilfe geschehen. Und ich sehe das immer gerade, wenn jetzt so viele Eigenheimbesitzer nebeneinander wohnen und jeder hat in der Garage wieder einen Häcksler stehen und einen Holzspalter und einen Rasenmäher und pipapo. Kann ja so sein, aber man könnte da so viele Wege finden. Das heißt, eigentlich ist es mal wieder, fängt es bei uns an, bei unserem individuellen Bewusstsein, dass wir den Missstand erkennen und die Chance ergreifen. Jetzt ist die Zeit, einfach was anders zu machen und sich selber seine eigene Kraft wieder zurückzuholen, anstatt eben über 80% nur so in Giralgeld. Ihr erklärt auch das ja sehr schön in eurem Buch. Also nochmal meine allerwärmste Empfehlung. Dies ist ein wirklich gut zu lesendes und sehr gehaltvolles und sehr, sehr erhellendes Buch. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid, Matthias Poquet und Thomas Hoffmann. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ja.